Herzlich willkommen zurück zur GPL-Show Season 9, Spieltag 9 in der Singles Division. Nachdem am letzten Spieltag die Victory Instinct ja eindeutig die Tabellenführung übernehmen konnten, ist es jetzt an der Zeit, der Scherzkekse und der Volt Wizards den Anschluss nicht zu verlieren. Von daher schauen wir mal rein, ob sie das geschafft haben. Und es ging los mit den Soulblaze gegen die bereits genannten Scherzkekse. Und direkt in Runde 1 Setup Downy sein Protzer Kramor gegen die Tarnsteine von Rabigator. Der Verhöhner verhindert jedoch weiteres Setup und die Scherzkekse entscheiden sich lieber mit der Kehrtwende für Momentum. Dann predicted Present den Überschallknall von Riffex und bekommt seinen Wahlbrille Katapuldra for free rein. Kramor kann es jedoch schnell wieder rausscheuchen und sich hochheilen. Als Downy wieder mit Riffex drin ist, versuchen die Soulblaze die gleiche Prediction erneut und fressen dafür eine Standpauke, durch die der Spukball deutlich weniger Schaden macht. Jedoch aktiviert sich der Tastfluch, weshalb Downy nun auf Overdrive gehen muss, was knapp nicht killt. Beide Pokémon verlassen das Feld und die Scherzkekse setzen mit Somnivora den Bizarro-Raum auf. Dieses geht allerdings auch sofort auf die Nebelexplosion, die, naja, versucht Schaden anzurichten. Gut, das war gar nichts. Das war wirklich echt wenig, ach du Scheiße. Meistergriff soll jetzt im Bizarro-Raum Work machen, killt Rabigator, scheitert aber schon am zweiten Mon, Boreos. Besagtes Boreos wird gesackt, um Katapuldra wieder reinzubringen, welches dann Riffex besiegt. Latios kann Azumarill nicht killen und Pelipper kann ein weiteres Mal den Regen aufs Feld bringen. Kapaloris ist jetzt also an der Reihe. Der Delegator wird aufgesetzt und er wird irgendwie von Kramor gewallt. Ich bin echt gerade confused, wie wenig Schaden das gemacht hat. Komplett verwirrt. Denn Kramor trägt den Allzweckschirm, der die Regenverstärkung von Meteorologe entfernt, aber interessanterweise ist die Attacke auch beim Allzweckschirm vom Typ Wasser und wird nicht auf den Typen Normal zurückgesetzt. Ist das dieser Allzweckschirm? Macht ihr das? Milotic krittet Pelipper mit dem Eisstrahl weg. Latios erzwingt dann auch noch den Sack von Azumarill. Present pullt jetzt noch einen wichtigen Double Switch, um Katapuldra in Kramor reinzubringen, welches mit dem Donner sogar paralysiert. Aber der Bohrschnabel kommt durch. Die Soulblaze packen nun also quasi die Desperation Plays aus, als sie den Delegator aufs Feld bringen und auf die Fullpara hoffen. Das ist mein Winning Play. 30% Chance. 30% Chance. Das bleibt ihnen allerdings verwehrt. Die Kehrtwende bricht den Sub, Latios killt Kapaloris und die Scherzkekse gewinnen ein äußerst spannendes Match mit 2-0. Und damit ist auch Presents Siegesserie fürs Erste gebrochen. Die Scherzkekse hier also mit einem Sieg. Gucken wir, was die direkte Konkurrenz macht. Die Victory Instinct gegen die Volt Wizards im zweiten Match. Ein Top-Spiel, ein wichtiges Spiel. In den ersten Runden geht es erst einmal sehr viel um Momentum. Wir sehen einiges an Kehrtwenden, bis Raikou mit dem Toxin den Starplayer der letzten Woche Demeteros vergiftet. Dann wird Blocky von Walschall The Root überrascht und verliert recht früh seinen Raikou. Im Anschluss werden die Tarnsteine auf beiden Seiten gelegt und Heatran trappt Urhafnir mit dem Lavasturm, hat allerdings einfach nicht genug Schaden, um es zu besiegen. Nach einem weiteren kurzen Hin- und Hergewechsel für Momentum wollen die Victory Instinct ihr Delegator-Protzer-Zera-Aura-Set uppen. Lars predicted dann sehr schön die Egelsamen mit einem weiteren Delegator, nachdem Gottrum den ursprünglichen Sub gebrochen hat und kann sich somit weiter boosten. Ja, das war's. +5/+5 Zera-Aura geht jetzt wahrscheinlich einfach durchs Team. Heatran droppt sofort am Uplight-Heap, doch da kommt aus dem Nichts der Flammkörper-Burn. Es war schön, dass Flammkörper triggert, das ist sehr, sehr erfreulich natürlich. Nichtsdestotrotz habe ich hier keine Möglichkeit mehr, den in irgendeiner Weise zu handeln. Es folgt eine sehr langwierige Story mit permanenter Recovery durch Überreste, Grasfeld und Uplight-Heap, einer Menge Delegatoren und auch wenn Grabbit nochmal überlebt, hat es keine Bodenattacke und macht quasi nix. Die Victory Instinct gewinnen somit 6-0. Und nach dieser enormen Niederlage hat es sich unser Star-Reporter Heinrich Amstern natürlich nicht nehmen lassen, da ein wenig nachzubohren. Heinrich, was ist das Fazit der Volt Wizards hier in der Singles Division? Ja, wir stehen hier mit Herrn B.Locky, mehr Locken auf dem Kopf als innen drin. Herr Locky, wir wussten ja tatsächlich bereits vor der Veröffentlichung des Videos über die 06-Niederlage Bescheid. Denn ein paar Tage vorher hat uns der große Fischmarkt in Hamburg kontaktiert, dass ein bebrillter Komiker unter dem Decknamen Schmutzbert mithilfe des 9-Euro-Tickets sämtliche Reste an vergammeltem Fisch aufgekauft hat. Von daher, wie schlimm war die Strafe jetzt wirklich hinter den Kulissen für diese Niederlage? Nun, es war schon wortwörtlich ein Schlag ins Gesicht, wenn man so möchte. Aber
ich bin ein großer Junge und ich hab's gut weggesteckt. Aber wenigstens stehe ich zu meinem Wort, nicht wie andere. Maxi. Das ist ja erst die zweite 6-0 Niederlage der gesamten Saison und beides Mal waren die Wolfsatz beteiligt. Nur halt mit dem Unterschied, dass Nespro 6-0 gegen Razer gewonnen hat und sie 0-6 gegen Elsässer verloren haben. Ich meine, der Unterschied sind natürlich nur 3 Punkte und 12 Differenz, aber wie ist das so, auf der gleichen Stufe wie Timo zu stehen? Nun, man muss dazu natürlich sagen, dass Flo ein sehr guter Spieler ist und Elsässer auch ein sehr guter Spieler ist. Ich nur ein guter Spieler und Timo ist Trash. Machen wir uns nichts vor. Und naja, jedem passieren mal Ausrutscher, das ist doch ganz klar. Ich meine, ich weiß auch gar nicht, wie ich mich da jetzt rechtfertige. Ich finde es auch ein bisschen frech, mich jetzt hier so zu konfrontieren. Ich habe gar keine Worte dafür. Also Timo ist wie Kurelei. Ja. Aber das ist ja auch nicht ihre einzige Niederlage der Rückrunde, denn am 8. Spieltag gab es ja auch schon 0-4 aufs Maul. Von daher, wie realistisch sind denn jetzt die Titelchancen? 6 ganze Punkte hinter dem Victory Instinct. Unsere Titelchancen sind immer noch äußerst hoch, denn ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, aber manchmal muss man einfach ins Tal gehen, bevor man wieder auf den Berg klettern kann. Ja. Ja. Am 10. Spieltag geht es ja dann ran gegen Maxi von Vogel, den Letztplatzierten in der Singles Division. Wird es einen Rücktritt aus dem Team geben, wenn sie auch dieses Match verlieren? Dieses Match ist nicht verlierbar. Also, ganz realistisch gesehen, Maxi ist auf dem letzten Platz, weil er dahin gehört. Keine Frage. Und ich stehe mit meinem Teampartner nicht umsonst immer noch da oben in der Tabelle. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Alles klar. Vielen Dank für die Antworten und zurück ins Studio. Danke. Tschüss. Danke, Heinrich. Der Typ, der kennt einfach keine Gnade. Springen wir ins dritte Match, die Toon World gegen die Fernand Gator. Maxi direkt mit einem frühen Ränkeschmied in Runde 2, bekommt allerdings keinen Kill und wird von Bisbug, einem der Neuzugänge der Toon World, vom Feld gezwungen. Die Toon World predikten diesen Wechsel mit Kyurem, allerdings kommt Metagross für die Fernand Gator aufs Feld. Maxi sieht Free Tarnsteine, wird jedoch vom Spukball überrumpelt. Dadurch kassiert Metagross eine heftige Schelle, aber Maxi zieht aus dem Nichts eine heftige Prediction und es gibt einen Disconnect. Indem Blex irgendwie erzählt, dass er es nicht mag, Videos zu schneiden? Als YouTuber? Hä? Das heißt, ich muss cutten und ich hasse cutten. Als dann nachgespielt war, haben die Toon World auch noch keine Aufnahme mehr und sind auf die des Konkurrenten angewiesen. Und dazu geht Maxis Prediction auch noch auf und er toxiniert das einwechselnde Lamos. Daraufhin kommt Gardevoir rein. Gib mir halt einfach mal, gib mir Regenerator, hab ich Bock drauf. Dieses will aber nicht gegen Stalobor drin bleiben. Stalobor spinnt die Tarnsteine weg, kassiert dafür jedoch die Statik, let's fucking go, Zapdos. Woo! Auflockern entfernt auch die Tarnsteine auf der Seite der Fernand Gator und Stalobor kann Zapdos ein wenig anschippen. Dieses heilt sich allerdings einfach wieder hoch gegen Brokkolos. Terrakium geht nun gegen das auswechselnde Kyurem auf Schwerttanz, setzt aber gleich auch noch mit die Steinpolitur auf. Der Ritter der Redlichkeit auf einmal mit der Möglichkeit zum Sweepen, aber Lamus kommt mit dem Bizarro-Raum um die Ecke und nimmt den Fernand Gator den Wind aus den Segeln. Der Hund! Der Hund hat Trick Room dabei! Trotzdem wird Lamos von der Steinkante besiegt, nachdem es mit Siedewasser den Schwächenschutz aktiviert hat. Die Toon World können ein weiteres Mal die Tarnsteine legen und zwingen Maxi danach zu sehr vielen Wechseln und somit halt auch zu sehr viel Chip. Die beiden Stahl-Pokémon Stalobor und Metagross werden gesackt und Terrakium will ein zweites Mal zum Sweep ansetzen, wird jedoch sofort vom Irrlicht gestoppt. Trotzdem kann es in Verbindung mit dem Sandsturm noch Kyurem rausnehmen. Am Ende gewinnt dann Alola Snobelicat das Match mit 4-0 für die Fernand Gator. Was ist passiert? Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Tatsächlich erst Maxis zweiter Sieg in der Saison. Mal sehen, ob er damit Barry überholen kann, der als nächstes spielt, denn das letzte Match des Tages sind die Royal Bluff gegen die Akatsuki Amphibians. Der Giftspitzencounter der Akatsuki Amphibians wird direkt riskant in den Kampf geschickt. Die Grindobeere schützt Branawatz vor dem Energieball, jedoch geht Blacklink nur auf Abschlag und nicht auf das Erdbeben. Das mattert allerdings gar nicht, da Gengar für den Fokusgurt trägt und sich übernächste Runde direkt von Fuego killen lässt, welches vom Abgangsbund mitgezogen wird. Oh. Well, daran habe ich nicht gedacht. Barry schickt nun Tortunator aufs Feld und geht auf Hausbruch. Die Matschbombe von Smogmog bringt ihn aber ganz knapp nicht in die Range seiner Tahai-Beere. Trotzdem reicht der Flammenwurf für den Kill aus, Kapuriki ist aber schneller und kann sofort revengen.
Das macht Knackrack scheinbar ziemlich wütend, denn es gönnt sich direkt im Anschluss den Crit-Burn mit dem Feuersturm. Bin ich jetzt gerade nicht so Fan von tatsächlich. Branavaz wird gesackt und erneut Revenge-Killen die Royal Bluff, diesmal mit Latias. Walschall-Maskito kommt rein und macht mächtig Druck mit dem Nahkampf, kann jedoch von Panzeron abgefangen werden. Als Maskito dann rausgewechselt wird, geht Barry auf den Wirbelwind, da er keinen Angriffsmove auf Panzeron hat und bringt Maskito erneut rein, nur halt mit dem Reset auf dem Walschall. Hast du den Thunderpunch, ist die Frage. Dann habe ich gerade nämlich einen fatalen Fehler gemacht. Blacklink wechselt aber erneut raus und Latias wird toxiniert, kann aber im Gegenzug den Stahlvogel mit einem Blitz vom Himmel schießen. Auftritt Galalavados. Es tankt den Donnerblitz und geht auf den brennenden Zorn und krittet Latias aus dem Leben. Kaporiki wird aufs Feld geschickt und heilt sich mit dem Ruheort hoch, während die Weepfrische auf den Delegator gehen und sich wundern, warum die Fähigkeit Berserker nicht aktiviert wird. Diese triggert halt nur, wenn der Gegner einen unter 50% KP bringt. Volvorok kommt auf einen weiteren Ruheort rein und die Kontrahenten tauschen heftige Hiebe aus, jedoch kann der Turbofelsen mit seiner Priorität Kaporiki besiegen. Bleibt nur noch Maskito, bei dem der Turbofelsen wohl eine Roll ist, aber er reicht und sichert den Akatsuki-Amphibians einen 2:0 Sieg gegen die Royal Bluff. Oh mein Gott, fällt mir ein Stein vom Herzen. Oh mein Gott, das war zu 100% eine Roll. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass die Victory Instinct sich damit noch weiter absetzen können. Jetzt 6 Punkte Vorsprung vor den Zweitplatzierten, den Volt Wizards, und den Drittplatzierten, den Scherzkeksen. Die Soulblaze verpassen durch ihre Niederlage den Anschluss an die Scherzkekse und sind nun auch wieder 6 Punkte hinten dran. Toon World nach wie vor auf 5, werden jetzt allerdings von den Akatsuki Amphibians eingeholt, die auf Rang 6 vorrücken. Royal Bluff ebenfalls punktgleich mit 18 Punkten und die Fennengator trotzdem Sieg, letzter mit 15 Punkten. Und das gilt leider auch für die Tabelle in der Singles Division. Maxi holt hier seinen 2. Sieg der Saison, aber da Barry am genau gleichen Spieltag auch seinen 2. Sieg der Saison holt, bleibt Maxi vorerst auf dem letzten. Am oberen Tabellenende ändert sich aber was, denn El Scissor übernimmt die Führung in der Singles-Tabelle. Punktgleich mit Downy, aber mit einer besseren Differenz durch das 6:0 am heutigen Spieltag. Present auch nun nicht mehr punktgleich mit der Spitze, knapp hinten dran mit 18 Punkten. King Belex auf 4 und Blocky auf 5. Und Blacklink macht mit Rang 6 das Klassement komplett. Bevor wir in die Killrangliste springen, müssen wir einen kurzen Abstecher in Hamsters Regelkunde machen, denn es gab heute einen etwas besonderen Fall, oder eher gesagt zwei etwas besondere Fälle. Und zwar im dritten Match des Tages, die Toon World gegen die Fennengator. Da hat nämlich der Sandsturm von Brokkolos, einem Mitglied der Toon World, zwei andere Teammitglieder der Toon World besiegt. Kyurem und Amphira sind am Sandsturm gedroppt und da habe ich mich gefragt, wer bekommt denn jetzt den Kill an denen? Kriegt Brokkolos vielleicht die Kills? Nein, die Kills sind an Metagross und Terrakium, zwei Mitglieder der Fennengator, gegangen und ich kann mir das nur so erklären, dass es der letzte Damage-Dealer bekommt, also das Pokémon, das als letztes Schaden auf das sterbende Pokémon gemacht hat. Denn im Regelwerk habe ich dazu leider gar nichts gefunden. Aber wie gesagt, die Kills sind definitiv an Metagross und an Terrakium verteilt worden. Von daher anscheinend der letzte Damage-Dealer bekommt den Kill. Beide sind allerdings nicht in der Killrangliste ganz oben vertreten, denn auf Rang 1 jetzt natürlich nach dem Sweep Zeraora mit 20 Kills. Und die Victory Instinct sind direkt ein zweites Mal dabei, denn Nidoqueen auf Rang 2 zusammen mit Keldeo und 16 Kills, während Stalobor sich immer noch tapfer auf Rang 4 mit ebenfalls 16 Kills hält. In der Killrangliste der Singles Division auch die Victory Instinct einfach dominant. Ebenfalls Zeraora auf Rang 1 hier mit 13 Kills. Stalobor kann sich hier zwar den zweiten Rang sichern, aber die Victory Instinct dann auch noch auf Rang 3 mit Demeteros in der Inkarnationsform mit ebenfalls 12 Kills. Schauen wir also auf den 9. Spieltag in der Doubles Division und da sehen wir wie immer die gleichen Matchups mit den anderen Spielern. Razor muss als allererstes gegen Hydronic ran. Razor jetzt natürlich noch mehr unter Zugzwang, denn bei Present Leaves bei ihm nicht so. Jetzt hat Present verloren, jetzt ist Razor eigentlich echt mal in der Bringschuld, denn Present hat das Team in den letzten Wochen schon ein wenig gecarried, aber Hydronic braucht den Sieg, damit sie sich vielleicht Platz 2 in der Gesamttabelle sichern können und vor allem auch, damit sie nicht den Anschluss an die Victory Instinct verlieren, die direkt am nächsten Match dran sind. Bene gegen Nesflo, wahrscheinlich eins der am meisten erwarteten Matches der Rückrunde. Der erste und der zweitplatzierte gegeneinander. Bene und Nesflo ja auch zwei sehr hoch angesehene Spieler, die sich da battlen werden.
OGDNZ empfängt POC Galaxy und zu guter Letzt haben wir noch Electek9 gegen Mindtube. Kommen wir zum Community Poll der letzten Woche, wo ich ja gefragt habe, wie viele Matches schaut ihr denn so ungefähr pro Spieltag? Und erstmal muss ich sagen, über 600 Leute, die abgestimmt haben. Das ist ziemlich insane. Freut mich also auf jeden Fall, dass das so gut bei euch anzukommen scheint. Und die Ergebnisse sind ja doch recht ungefähr, wie ich sie erwartet habe. Viele Leute schauen nur bestimmte Channel, was ja auch durchaus Sinn macht. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die sehr invested sind und versuchen, jedes Match zu schauen. Es gibt anscheinend fast niemanden, der nur Singles oder nur Doubles schaut, was auch sehr interessant ist auf jeden Fall. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen höhere Werte erwartet, aber ist natürlich gut, wenn beide Divisionen gleich beliebt sind, das fühle ich auf jeden Fall. Und natürlich 5% absolute Ehrenmänner, gar keine Frage, was soll ich dazu sagen. Kommen wir zur heutigen Umfrage und nachdem sich in der Rückrunde die Victory Instinct bis jetzt schon ziemlich konsequent absetzen konnten, ist hier meines Erachtens die Frage, was glaubt ihr? Gewinnen die GPL Season 9 oder werden es vielleicht doch die Volt Wizards, die Scherzkekse oder die Soulblaze? Ich glaube, für alle Teams darunter wird es sehr, sehr schwer, denn die Toon World haben quasi schon nur noch die Hälfte der Punkte der Victory Instinct. Von daher lassen wir die bei dieser Umfrage vielleicht mal außen vor. Aber es würde mich wirklich interessieren, glaubt ihr immer noch an irgendjemand anderes oder sind die Victory Instinct jetzt in der Rückrunde zu dominant? Es waren zwar erst 2 Spieltage in der Rückrunde, das stimmt, aber beide Spieltage wurden sehr, sehr stark gewonnen und es ist jetzt die Befürchtung, dass sie mit ihrem Vorsprung davonrennen. Vor allem, weil sie halt die 6 Punkte gegen die Volt Wizards im direkten Duell gewonnen haben und die Scherzkekse auch nicht wirklich dranbleiben konnten. Es ist eine interessante Frage. An wen glaubt ihr? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich bin sehr gespannt. Und das war's dann für heute. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Ausgabe wieder, wenn es an den 9. Spieltag in der Doubles Division geht. Bis dahin, haut rein!